Moin Moin und Hallo. Heute wollen wir mal über die Apps sprechen, die wir eigentlich ausschalten wollen, diese aber immer noch im Hintergrund des iPhones weiter merken. Und zwar einem iPhone 15 Pro und 15 Pro Max. Ja, wenn wir Apps öffnen, sprich wir spielen sie ab, wir benutzen sie, dann werden die natürlich gestartet und wir können sie verwenden. Wenn wir sie dann beenden wollen, swipen wir einfach hoch, also jetzt swipen wir einfach hoch und kommen zum Homescreen zurück. Und jetzt denken wir natürlich, die Apps sind ausgeschaltet. Sie sind zwar noch auf unserem Smartphone, aber sie sind ausgeschaltet. Dem ist nicht so. Das ist auch vernünftig, weil viele Apps im Hintergrund zum Beispiel benutzt werden können, um dort auch aktiv zu bleiben, wie zum Beispiel Messenger-Dienst oder wenn ihr ein Fahrtenbuch benutzen möchtet, wenn wir navigationstechnisch unterwegs sind, dann ist es sinnvoll, dass die im Hintergrund laufen und uns dort natürlich auch noch Daten bescheren. Wenn wir davon aber, weil es ja hunderte, tausende, millionenfache Apps im App Store gibt und wir das über Jahre zum Beispiel machen, ohne dass wir da mal löschend eingreifen, haben wir einen riesen Haufen im Hintergrund laufen. Okay? Wie kommen wir überhaupt dahin und sehen das, was im Hintergrund läuft? Wir gehen von unten in die Mitte mit dem Finger und lassen los. Und jetzt sehen wir hier, diese Apps sind alle im Hintergrund am Rennen. Okay, das ist zu viel, oder? Wenn wir schnell wechseln wollen, ist das sehr sinnvoll. Denn so können wir ganz schnell zwischen den Apps hin und her switchen. Wenn wir aber einzelne Apps ganz ausschalten wollen, sie nicht löschen, sondern ausschalten wollen, gehen wir und schmeißen die oben weg. Ne, habt ihr gesehen? Einfach zack, zack, zack. So kriegt ihr die aus. Android zum Beispiel hat dafür extra einen Button, den drückt ihr und dann gehen alle im Hintergrund aus. Jetzt könnt ihr also so die Apps, die im Hintergrund laufen und immer noch etwas Strom verbrauchen und Speicher verbrauchen, natürlich komplett ausschalten. Dadurch wird euer Phone, auch wenn es nicht viel ist, etwas schneller werden. Um jetzt noch ein bisschen schnelleren Workflow zu bekommen, gehen wir hin und können unsere Apps organisieren. Das heißt, wir drücken drauf und halten sie. Jetzt können wir die App entfernen, den Homebildschirm bearbeiten, in die Galerie zum Beispiel das syntaxbezogen zur App nutzen. Dann gehen wir auf Homebildschirm bearbeiten und können unsere Apps dann hin und her verschieben, so wie wir sie gerne im Layout haben wollen. Wir können sie auch übereinander stapeln. Das heißt, wir gehen jetzt hin, packen uns eine, stapeln sie über eine andere, können dort dann auch den Namen des Folders verändern und anpassen. Das geht auch auf einer freien Fläche, dann gehen wir auch in den Edit-Modus. Um jetzt eine App zu löschen, damit sie keinen Speicher mehr braucht, gehen wir hin und drücken und halten sie. Dann können wir sie vom Home-Bildschirm zum Beispiel bearbeiten oder die App entfernen. Viele Apps unterstützen aber auch noch zum Beispiel, dass sie rausgeworfen werden können vom Home-Bildschirm selber. Das heißt, wenn wir dann hingehen und wollen zum Beispiel, dass sie aus dem Home-Bildschirm verschwinden, aber noch in der Library bleiben, sprich zum Beispiel die Karten-App, können wir hier hingehen, Home-Bildschirm bearbeiten, App entfernen, in der Nähe suchen. Und es würde aus der App-Mediathek erst verschwinden, wenn wir es wirklich komplett löschen. Ansonsten können wir hingehen und es nur vom Homescreen zu entfernen, also vom Home-Bildschirm. Dann können wir sie immer noch über die App-Mediathek erreichen. Das ist möglich, indem wir dann die App nehmen und dann zum Beispiel von hier entfernen, also vom Home-Bildschirm. Ich mache die mal weg, zack, jetzt ist sie immer noch da und zwar da oben findet ihr sie wieder. Um sie wieder zurückzuholen, drücken und halten wir wieder zum Home-Bildschirm zurückballern. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Freeform-App komplett entfernen wollen, machen wir App entfernen. Jetzt entfernen wir sie auch vom Home-Bildschirm und von unserem System. Okay, also vorher war ja Home-Bildschirm entfernen, können wir sie wiederholen. App löschen heißt ratzefatze fort. Das heißt aber jetzt nicht, dass zum Beispiel, wenn wir die Mail-App löschen, dass unsere ganzen E-Mails gelöscht werden. Denn die sind ja auf eurem Server synchronisiert.
In dem Fall kann man diese Mail-App zum Beispiel löschen, sie später wieder zurückholen, sprich wir laden sie über den App Store zurück und können dann wieder mit eurem E-Mail-Account synchronisiert werden, dann sind die E-Mails wieder da. Es geht nur Daten, die hier lokal auf dem Smartphone sich befinden, werden gelöscht. Und die App selber können wir jederzeit zurückholen. Auch wenn wir eine gekaufte App zum Beispiel haben, ist die ja trotzdem noch in der Cloud mit eurem Account verknüpft. So können wir unser Smarty also ein bisschen schneller bekommen, obwohl ein iPhone 15 Pro ist ja schon schnell. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun.